So, ein kleiner Nachtrag zum vorangegangenen Video. Ihr seht schon, es ist finster geworden. Das ist der Mond. Meine Kamera ist nicht so besonders. Ist ja nur ein Handy. So, ich hocke mich jetzt da auf meine kleine, feine Terrasse. Das ist das Küchenfenster. Das ist die Sitzgelegenheit. Da bewege ich mich jetzt hin. Naja, zwei, drei kleine Köstlichkeiten habe ich vorbereitet für mich. Was macht die Ronja? Die da zerbeißt einen Ball. Ja, man sieht sie nicht. Also ganz kurz und bündig. Bodaluk. Heißt Bodaluk, weil halt da der Boda huckt. Oder so. Hyperman hat nichts mit einem Geldinstitut zu tun. Aber nichtsdestotrotz kann es auch im Desaster enden, wo man nichts dagegen tut. Und das Allerbeste kommt zum Schluss, nämlich das Bramserbrei ist einer der wenigen Orte, wo man einen um die Ecken bringt und der lebt dann wieder auf. Voll klasse, oder? Gute Nacht.